Moin, ich bin's Jan. Heute werde ich die Frage klären, ob man das iPhone X in 2021 noch kaufen sollte. Dazu werde ich das Gerät zeigen, euch allgemeine Infos geben und es mit den neueren iPhones vergleichen. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil dann zeige ich dir noch, wie du ganz einfach ein kabelloses Ladegerät für dein Smartphone gewinnen kannst. Ich bin jetzt übrigens in meiner neuen Wohnung in Köln angekommen und produziere von hier aus regelmäßig Videos. Abonniere am besten meinen Kanal, um keine weiteren Videos über iPhones, Apple-Produkte und sonstige Technikprodukte mehr zu verpassen. Das iPhone X hat das aktuelle iPhone-Design mit Notch und randlosem Design eingeführt. Face ID hat Touch ID abgelöst und der Home-Button ist auch verschwunden. All diese Punkte haben sich bis heute nicht verändert und sind also noch zeitgemäß. Lediglich die Seiten sind bei den 12er iPhones nicht mehr abgerundet, sondern kantig. Was von beiden man besser findet, ist aber eindeutig Geschmackssache. Der OLED-Bildschirm hat eine Auflösung von 2436x1125 Pixeln, was bei einer Bildschirmdiagonale von 5,8 Zoll in einer Pixeldichte von 458 ppi resultiert. Dies ist immer noch absolut top. Die neueren iPhones, also iPhone 12 und 12 Pro, haben zwar einen etwas größeren Bildschirm, sind aber auch von den Abmessungen her etwas größer. Die Pixeldichte und somit die Schärfe des Bildschirms ist quasi identisch. Da es ein OLED-Bildschirm ist, sind die Schwarzwerte und Kontraste deutlich besser als bei LCDs, wie sie bei manchen der neueren iPhones vorkommen, wie dem iPhone XR, iPhone 11 und SE. Falls man allerdings unbedingt einen riesigen Bildschirm von über 6 Zoll haben möchte, ist man beim iPhone X an der falschen Adresse, weil es keine Max-Version gibt wie beim iPhone XS, 11 Pro oder 12 Pro. Das iPhone X läuft mit der neuesten iOS 14 Version butterweich, was dem Apple A11 Prozessor zu verdanken ist, der trotz seines Alters von 3,5 Jahren noch immer gute Dienste leistet. Natürlich sind aktuellere Apple-Chips leistungsfähiger, aber mindestens die nächsten 2 Jahre sollte das iPhone X noch schnell und zuverlässig laufen und Updates bekommen. Ein Link zum iPhone X, wo du es günstig kaufen kannst, ist übrigens in der Videobeschreibung, schau da am besten mal rein. Beim iPhone X bekommt man 2 Kameras. Im Gegensatz zum iPhone 11 und 12 gibt es aber eine Telelinse mit zweifachem Zoom anstatt einer Ultra-Weitwinkelkamera. Hier muss jeder für sich entscheiden, was er besser findet. Die Telelinse beim iPhone X ist definitiv praktisch für Porträtaufnahmen, die Ultra-Weitwinkelkamera bei neueren iPhones ist aber auch sehr praktisch bei Gruppenfotos oder Landschaftsaufnahmen. Unterm Strich nutze ich aber sowieso zu 95% die Standardkamera und was noch erwähnenswert ist, ist, dass beide Kameras im iPhone X optisch bildstabilisiert sind. Das haben manche neueren iPhones nicht. Genau wie die zweite Kamera, die beim iPhone XR, 8 und SE fehlt. Der Night Mode, der beim iPhone X leider fehlt, ist in der Praxis nicht zu unterschätzen, den gibt es nur bei neueren iPhones. Am Ende des Tages lässt sich aber festhalten, dass die iPhone X Kamera immer noch gute Dienste leistet, gute Fotos macht und den meisten Leuten absolut ausreichen wird. Außerdem hat man eine der modernen Funktionen wie die Porträtaufnahme mit an Bord. Weitere Features des iPhone X sind noch die IP67 zertifizierte Wasserdichtigkeit sowie Wireless Charging Fähigkeit. Der einzige Punkt, wo man das Alter des Geräts merkt, ist der Akku, mit dem man bei normaler Nutzung zwar durch den Tag kommt, bei stärkerer Nutzung allerdings auch mal zwischendurch etwas zwischenladen muss. Auf neue Funktionen wie MagSafe oder 5G muss man übrigens auch verzichten, was ich aber nicht wirklich schlimm finde, da es in der Praxis aktuell kaum einen Nutzen hat. Als Fazit kann man sagen, dass das iPhone X in 2021 auf jeden Fall noch sehr empfehlenswert ist. Wer moderne Funktionen und Optik zu einem guten Preis haben möchte, ist mit dem iPhone X gut beraten. Bei neueren iPhones bekommt man für den Aufpreis hauptsächlich etwas mehr Zukunftssicherheit in Bezug auf Prozessor-Performance und iOS-Updates sowie bessere Kameras. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass man dem iPhone X in 2 bis spätestens 3 Jahren sein Alter anmerken wird, in Bezug auf die Schnelligkeit. Für wen das ein Problem ist, der sollte den Aufpreis zum iPhone XS zahlen und hat dann noch etwas länger ein schnelles Handy. Für alle anderen ist das iPhone X aber eine gute Wahl. Jetzt zum Gewinnspiel. Um daran teilzunehmen, musst du nur 3 einfache Schritte befolgen. Abonniere meinen Kanal, like dieses Video und kommentiere, ob du lieber ein weißes oder schwarzes Wireless Charging Ladegerät gewinnen möchtest, sowie deinen Instagram-Namen, damit ich dich dann kontaktieren kann, falls du gewonnen hast. Das Gewinnspiel läuft bis zum 21. März und die genauen Teilnahmebedingungen findest du nochmal unten in der Videobeschreibung. Viel Glück! Schau dir am besten noch dieses Video an und in dieser Playlist findest du alle meine iPhone-Kaufberatungsvideos. Vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal.